Und nochmal vielen, vielen Dank für hier die Landwirte, die gekommen sind. Einer davon, der mitgefahren ist, das ist Georg Jansen. Er ist gleichzeitig Bundesgeschäftsführer der ABL. Und er wird uns jetzt hier auch als Anmelder der Demonstration informieren, was hier die Auflagen sind, und euch auch nochmal herzlich begrüßen. Georg Jansen. Vielen Dank, Christoph. Seid ihr alle da? Ja. Seid ihr alle da? Ja. Ja, geht doch. Einen wunderschönen guten Morgen. Das gute Wetter, was ich versprochen habe, das kommt noch. Wir haben uns gestern auf den Weg gemacht aus dem Wettland, sind 8,5 Stunden gefahren mit den Treckern. Wenn man durch die Republik fährt, da kommen meine Gedanken. Wenn der Deutsche Bauernverband sagt, diese Demonstration dividiert uns auseinander, dann sagen wir, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Diese Demonstration schließt uns zusammen. Es schließen sich zusammen die Bäuerinnen und Bauern vom Bund Deutscher Milchviehhalter, von Bioland, Naturland, Demeter und Gehr und von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und sie schließen sich zusammen mit Umwelt- und Naturschützern, Tierschützern, Dritte Weltorganisationen, Bürgerinnen und Bürger, die für eine neue, faire Agrarpolitik kämpfen und für den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft. Wir sind heute Morgen um 7 Uhr vorbeigefahren beim Internationalen Kongresszentrum. Dort hat der Pressesprecher von Frau Aigner eine Protestnote entgegengenommen. Er meinte, wir hätten Vorurteile gegenüber der Politik. Wir haben keine Vorurteile. Wir beurteilen diese Politik. Und diese Agrarpolitik ist bisher eine Politik, die im Interesse der Agrarindustrie läuft und nicht für Bürger und für Bauern. Und dafür stehen wir heute ein. Jetzt kommen die Auflagen, die uns die Polizei für diese Demonstration mitgeteilt hat. Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir ein gutes Gespräch hatten mit der Polizei. Wir wollen eine gute, entschlossene, faire Demonstration hier durchführen. Und deshalb achtet darauf, was Ordner, was Leiter und was die Polizei euch sagt. Wir wollen friedlich, aber entschlossen beim Kanzleramt ankommen, um dort die Schlusskundgebung zu machen. Folgendes ist zu beachten. Das mit den Ordnern habe ich euch gesagt. Waffen und Vermummung sind bei dieser Demonstration nicht erlaubt. Pudelmützen dürft ihr tragen heute. Passt bei den großen Bannern auf und bei den Schildern und Fahnen. Wir werden auf die Friedrichstraße runtergehen. Da sind Straßenbahnleitungen. Von daher müsst ihr ein bisschen achtsam sein. Vor allen Dingen müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zwischen die Trecker geratet. Es ist so, dass es einen 50 Meter Abstand gibt zwischen der Treckerdemonstration und der Fußdemonstration. Die Trecker und Fahrzeuge, die bei den Fußgängern mitfahren, sind mit Ordnern zu sichern, und dort ist nicht dazwischen zu laufen. Da möchte ich die Kinder bitten, gerade auf die Erwachsenen aufzupassen, weil die immer zwischen Trecker und Anhänger durchlaufen wollen. Das geht nicht. Personen dürfen nur auf Anhänger mitgenommen werden, wenn diese Anhänger besonders gesichert sind, mit Haltegriffen und rutschfesten Boden. Ganz sicher, ganz wichtig. Grundsätzlich gilt, wenn irgendwelche Störungen sind, bitte sofort den Ordnern und uns als Leitung mitteilen. Und eine Sache, und jetzt wird es nochmal sehr politisch, ist uns ganz besonders wichtig.
alle 35 Trägerorganisationen haben mich gebeten, dass bei dieser großen Demonstration alle Menschen willkommen sind, ob groß, ob klein, ob Bürger oder Bauer oder Bäuerin, ob schwarz, ob weiß. Aber einige Menschen wollen wir hier auf der Demonstration nicht sehen. Und das sind die Neonazis und die Ausländerhasser. Die wollen wir überhaupt nicht hier sehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Menschen keinen Fußbreit für diese Demonstration genehmigen. Ich wünsche uns und euch eine gute Demonstration, einen kühlen Verstand, aber auch heiße Herzen, die wir bei dieser Temperatur brauchen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Georg Jensen, und einen riesigen Applaus für ihn. Kommt alle noch näher.